Also ich habe Abitur gemacht, weil ich gerne Medizin studieren wollte. Und dann, damals war ja der NC. Und NC war ich hatte 2,3 Durchschnitt, Abiturszeugnisdurchschnitt. Und damals war es so, da wurden ja viele gesucht, die Lehrer, als Lehrer, Gymnasiallehrer und so weiter. Und ich hatte einen Freund kennengelernt, also ich habe das erste Mal einen Freund gehabt und der wollte gerne Medizin machen und er hat zu mir gesagt, ein Mediziner in der Familie so mehr oder weniger reicht. Oder sagen wir mal so, ich habe mich nicht getraut. Meine Eltern sagten, Medizin um Himmels Willen, das dauert doch so lange und so weiter. Ne? Also es hat mich keiner unterstützt in meinem Traum, Medizin zu studieren. Und ich habe dann Deutsch und Englisch. Ich war Literatur gut, ich war Geschichte gut, Fremdsprachen. Und dann habe ich gedacht, ach, gehst du nach Göttingen, machst Deutsch und Englisch und Geschichte. Lehrer, höheres Lehramt. Aber ich habe das Studium durchgezogen, ich habe BAföG bekommen, ich habe meinen Freund gehabt, aber ich habe immer gedacht, das ist nicht mein Leben. Und habe dann vor dem Examen, als ich Examen gemacht habe, habe ich nur meine Arbeit geschrieben und dann habe ich das Examen abgebrochen. Und ich bin auch vorher war ich in Schottland ein Jahr als Assistant Teacher. Das war sehr schön. Es hat mir super gut gefallen, da wäre ich am liebsten geblieben. Das war ein schönes Land, eine schöne Zeit. War ich ein Jahr da in Dundee und da habe ich schon gedacht, Mensch, irgendwie was anderes. Ne? Du müsst was anderes machen, nicht dieses Eingeschränkte. Ne? Und ich hatte auch keine Angst. Ich habe immer meine zwei Koffer genommen und bin dann, mich hätten sie sonst wohin schicken können. Ne? Dass sie alle nur sagen, hast du keine Angst alleine nach Schottland? Ich wusste gar nicht, ich kannte keinen da. Ich bin da hingefahren, meine zwei Koffer gepackt, ne? Bin abends, nachts da angekommen in Dundee. Der Head of Department hat mich da abgeholt und in so eine kleine Pension und habe dann eine tolle Familie kennengelernt, habe dann als Paying Guest gelebt da und hatte ein wunderschönes Jahr da. Auch in der Schule und so weiter. Ne? Und weil ich meinen Freund hatte, bin ich dann wieder zurück. Und er hatte inzwischen Studienplatz für Medizin in Göttingen. Und dann sind wir zusammen nach Göttingen gegangen. Ich habe mein Lehrerstudium gemacht. Und dann war es bei mir so, dann hätte ich mich eigentlich für meinen Freund entscheiden müssen, zu heiraten. Und das wollte ich. Ich konnte es nicht. Ich habe mein Examen nicht gemacht. Ich habe meinen Freund verlassen. Und ich wusste nicht, warum. Und bin einfach nach Griechenland ausgewandert also mit Bekannten. Ne? So war damals diese Hippie-Zeit, können Sie ja, 77. Ne? Und bin einfach nach Griechenland mit so einem Projekt von der Göttinger Universität. Ein Bekannter von mir, also ein Freund von mir, hatte da so ein Stipendium und hat er zu mir gesagt und zu noch ein paar anderen: Kommt doch einfach mit, machen wir da Recherchen. Da war ich ein Jahr in Griechenland. Und als ich in Griechenland war, da habe ich mir überlegt, habe ich gesagt: Was willst du jetzt mit deinem Leben machen? Du kannst ja nicht dein Leben lang hier in Griechenland. Ne? Ich habe immer gejobbt und habe dann mir ein bisschen Geld verdient und habe dann ja davon gelebt. Ne? Ich konnte mich nicht festlegen. Wissen Sie, ich habe nie mir daran geglaubt, dass etwas bleibt. Das ging nicht. Und das war, Griechenland war ja auch so eine Flucht. Ne? Einfach immer, ich bin immer geflüchtet. Und dann, als ich aus Griechenland, habe ich gesagt, du musst jetzt was anderes. Habe ich gesagt, so, jetzt machst du Medizin. Und dann habe ich angefangen, in Marburg Medizin zu studieren, habe gleich einen Studienplatz gekriegt und habe bis zum Physikum und habe es aber nicht geschafft, weil ich das Studium selber finanzieren musste. Ich hatte ja zweimal BAföG, kriegte man ja nicht. Und es war auch, ich habe mir auch dann auch nichts mehr zugetraut. Ich war dann schon Anfang 30 und habe gedacht, nee, es war schwer. Ne? Und dann, ja, und da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Dann bin ich durchs Physikum gefallen und dann war für mich die Sache erledigt. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich hatte auch Selbstmordgedanken, also habe auch gedacht, ich will nicht mehr leben. Und weil ich auch nicht wusste, was ich machen sollte, ne? Hatte auch keine Beziehung richtig. Ich hatte ein paar Freunde, aber
Ich habe mich nicht getraut, mich auf irgendetwas einzulassen. Ja, bis heute nicht, gebe ich ehrlich zu. Ne? Und da habe ich dann, bin ich dann, habe ich gedacht, du wolltest immer mal nach Italien. Habe ich meine Wohnung aufgelöst, mein Zimmerchen aufgelöst, alles verschenkt, habe meine zwei Koffer genommen und bin runter nach Italien, nach Padua. Habe eine Sprachschule gemacht, hatte gejobbt vorher in der Klinik, habe mir immer Nachtwachen gemacht. Ich hatte da einen guten Job in der Klinik in Hannover-Schmünden, im Nierenzentrum. Da konnte man gut arbeiten, kriegte man gut Geld als studentischer Sitzwächter. Und hab, wo ich auch vorher gearbeitet hatte, ne, konnte man sich immer so was zusammen sparen und dann wieder ein halbes Jahr davon leben. Ne, bin ich nach Italien gegangen, nach Padua erst, Sprachschule. Und dann bin ich wieder nach Deutschland, habe nochmal gejobbt und dann bin ich nach Perugia. Und da habe ich dann diese Ausländeruniversität besucht, habe da mein Examen gemacht. Und nach einem Dreivierteljahr, man konnte so einen Kurs da machen, habe ein Jahr gebraucht, Grundkurs und so weiter. Über Kunstgeschichte, Literatur, Italien, ne? Alles sowas. Und das schöne Leben da unten war schön. Und dann habe ich meinen Freund kennengelernt. Und dann hat er mir eine Stelle vermittelt in einer privaten Sprachschule. Dann habe ich Deutschunterricht gegeben. Das war ja in den 80er Jahren dann, dass die Italiener vermehrt so mit EU und so weiter. Und habe Übersetzungen gemacht für Firmen, für alles Mögliche. Und davon hätte ich nicht leben können alleine da unten. Ne? Das Leben war sehr teuer und war alles. Aber ich habe mit meinem Freund zusammengelebt und habe praktisch bis in 1989. Und 1989 war es so, da wollte mein Lebensgefährte damals, mein italienischer Lebensgefährte, der war Professor für Kunst und für Grafik und Design und hatte eine sehr gute Stellung bekommen in Ecuador, in Quito an der Uni. Und da hat er gesagt, ach, komm doch mit. Ne? Hat das schon so vorgefühlt. Deutsche Tutoren suchte man überall, deutsche Lektoren waren begehrt. Ne? So hatte nun auch das Studium, hatte mir eine Bescheinigung darüber geben lassen und hätte ich dann da in der Uni einen guten Job gehabt und hatte schon ein Haus gemietet mit Angestellten und wie das eben da so ist. Ne? Und ich habe gedacht, oh nee, was machst du nur? Ich war 40 Jahre geworden oder wurde 40 dann. Ich habe gedacht, musste irgendwas anderes machen. Und da ging die Grenze auf. Ich saß in Italien und die Mauer fiel und da war mein erster Gedanke, jetzt gehst du heim.